Der Red Brick ist die Innovation von Tinkerford. Egal ob in der Industrie, im Hobby oder in der Ausbildung, mit dem 4x4 cm kleinen Modul realisierst du deine Projekte im Handumdrehen. Der Red Brick ist das Hauptmodul des Tinkerforge Baukastensystems, das für so gut wie jedes deiner Projekte geeignete Module bereitstellt. Stecke dein individuelles Hardware-System aus den passenden Modulen zusammen und steuere diese mit nahezu jeder Programmiersprache. Es gibt Module zum Steuern von verschiedenen Motortypen, Funksteckdosen, Jalousien oder LEDs. Andere Module messen zum Beispiel Temperatur, Luftdruck, Entfernung, Lautstärke oder elektrische Spannung. Dazu kommen Module für digitale und analoge Ein- und Ausgabe. Die Module können direkt vom Red Brick gesteuert werden. Alternativ kann auch ein externer PC oder Raspberry Pi die Module per USB steuern. Mit Erweiterungsmodulen funktioniert dies auch über Ethernet, WLAN oder RS-485. In diesem simplen Beispiel wird die Position des Zeigers abhängig von der Position der Hand gesteuert. Die Realisierung zeigen wir euch nun Schritt für Schritt. Wir beginnen damit, einen Rahmen zusammenzuschrauben, um die Module sicher zu befestigen. Die Entfernung zur Hand erfassen wir mit einem Distance IR Bricklet. Dieses verbinden wir mit einem Servo-Brick, das den Zeiger mit einem Servomotor steuert. Auf dem Red Brick, den wir dazu stecken, können wir eigene Programme hochladen und direkt ausführen. Eine Steuerung von außen ist nicht notwendig. Programme mit grafischer Nutzerschnittstelle sind ebenfalls möglich und nutzen über HDMI und USB angeschlossene Bildschirme, Tastaturen, Mäuse oder Touchscreens. Jedes Modul des Baukastensystems besitzt eine leistungsstarke und einfach zu nutzende API. Diese steht aktuell zur Verfügung für C, C++, C#, Delphi, Lazarus, Java, JavaScript, LabVIEW, Mathematica, MATLAB, Octave, Perl, PHP, Python, Ruby, Shell und VisualBasic.net. Für unser Beispiel schreiben wir nun ein kleines Programm in Python, das die gemessene Entfernung des Sensors nutzt, um damit die Position des Servos zu steuern. In der Dokumentation jedes Moduls sind Beispiele für alle Programmiersprachen vorhanden. Mit wenig Aufwand setzen wir aus diesen Beispielen unser Python-Programm zusammen. Die Open-Source-Software BrickViewer unterstützt uns während des Programmierens. Mit ihr können wir angeschlossene Module testen und konfigurieren. Zum Testen führen wir das fertige Programm auf dem PC aus und steuern den Aufbau extern per USB. Nachdem wir das Programm erfolgreich getestet haben, laden wir es jetzt mit dem BrickViewer auf den Red Brick hoch. Ein Assistent führt uns durch die Konfiguration. Wir wählen einen Programmnamen, Python als Programmiersprache, und geben eine kurze Beschreibung des Programms an. Anschließend wählen wir unser Python-Skript und können diverse Einstellungen zu Interpreteroptionen, Programmargumenten, Umgebungsvariablen, Standard-Ein- und Ausgabe und der Ausführung des Programms tätigen. Nach der Übersichtsseite laden wir es auf den Red Brick hoch. Nun steuern wir nicht mehr von außen, sondern unser Python-Programm auf dem Red Brick hat die Steuerung übernommen.